Du fragst mich unbefangen, ob wir heute was zusammen machen. Du kennst mich doch, was fragst du mich so komplizierte Sachen? Du willst nicht eine Antwort noch in diesem Jahr. Du schaust mich mitleidig an, weil ich's jetzt nicht entscheiden kann. Hat das auch bis übermorgen Zeit? Dann kann ich mir noch den Kopf zerbrechen. Hat das auch bis übermorgen Zeit? Dann kann ich mich mit meinen Freunden besprechen. Ja, nein, vielleicht kann ich das später noch sagen. Ja, nein, vielleicht so in 10 bis 14 Tagen. Ja, nein, vielleicht, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Jetzt kannst du mich nicht mehr leiden, oh Gott. Welches Shampoo soll ich nehmen und welche Reise soll ich buchen? Ja, ja, ja. Oh Gott, in welche Stadt soll ich ziehen? Mach ich einen Kurztrip nach Wien? Oh no, no, no. Oh Gott, ich schinde Zeit, ich wege ab, ich rufe Freunde an, die Zeit wird knapp. Ja, ja, ja. Oh Gott, sag ich ja, sag ich nein, was werden die Konsequenzen sein? Ich will alles, kein Verzicht, zappel am Haken, Baby, vor meinem inneren Gericht. Hat das auch bis übermorgen Zeit? Dann kann ich mir noch den Kopf zerbrechen. Hat das auch bis übermorgen Zeit? Dann kann ich mich mit meinen Freunden besprechen. Ja, nein, vielleicht kann ich das später noch sagen. Ja, nein, vielleicht so in 10 bis 14 Tagen. Ja, nein, vielleicht, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Jetzt kannst du mich nicht mehr leiden. Entscheiden. Am liebsten verkleiden als jemand, der sich grad nicht entscheiden muss. Oh Gott, ich will auf allen Hochzeiten tanzen, mich hinter selbstgemachten Ausreden verschanzen. Oh Gott, ich mache Pro- und Kontralisten, geh sogar zum Spezialisten. Ja, ja, ja. Oh Gott, die Entscheidung ruft, die Entscheidung ruft. Ich muss mich noch martern und quälen, ich muss ganz in Ruhe auswählen, ich muss noch aussortieren, ich muss um Hilfe telefonieren. Oh Gott, was soll ich tun, was will ich?